Drei Fakten über die Strohhüte, die du sicher noch nicht kanntest. Du bist bestimmt mit Namis Traum vertraut, eine Karte der gesamten Welt zu zeichnen. Doch wie setzt sie diesen Traum konkret um? Obwohl wir sie nur selten in der Serie dabei sehen, hat Oda tatsächlich verraten, dass Nami nach jedem Abendessen eine Karte des Gebiets anfertigt, das die Crew an diesem Tag durchsegelt hat. Und das ohne einen einzigen Tag zu versäumen. Okay, ihr kennt sicher das Klischee, dass Anime-Charaktere während der gesamten Serie stets dieselbe Frisur haben, ohne dass ihre Haare jemals wachsen. Also One Piece bricht dieses Klischee. In der Crew lässt nämlich jeder seine Haare wachsen. Nur drei Crewmitglieder schneiden regelmäßig die Haare der anderen. Die drei Friseure der Crew sind Sanji, Lysop und Robin. Und nun zum lustigsten Fakt. Ruffy hat nämlich einmal wie Lysop die Zukunft vorhergesagt. Ganz am Anfang in East Blue auf Kapitel 69. Sanji und Yosaku unterhalten sich über Fischmenschen und Meerjungfrauen, während Ruffy ein paar Bilder zeichnet und versucht sich vorzustellen, wie sie aussehen. Schließlich endet er mit einer skurrilen Zeichnung, die wie ein Fisch mit Armen und Beinen aussieht. Überraschenderweise, genau 557 Kapitel später, inmitten der Menschenmenge auf genau dieser Seite, können wir dieses exakt gleiche Wesen erkennen. Und das waren